haut immer ungerade. Mal weg da. Wir kommen hier zu wenig nach oben. Da muss ich hier mal ein bisschen nachhelfen. Also dann doch jeden Block hochgehen. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Schade, aber so ist es halt. Und nach der Kehre werden wir dann noch mal eins zusammengehen, also dass wir dann nur bei 3 breit sind. Das passt schon mal. Man muss ja immer bedenken, bei so einer runden Treppe, also so einer Ecktreppe, nicht rund, sondern Ecke, dass man ja hier geht's hoch und dann wäre hier die Plattform, oder aber es geht noch mal weiter. Ich mache hier mal eine Ecke rein. Noch mal überlegen, ob ich hier wieder so ein Ding mache. Ja, wie man die dann ausgestalten, die Treppe hier, das müssen wir gucken. Gerade wieder eine Idee gehabt. Ich habe ja schon mal so eine Treppe gebaut mit so Überhängen. Zombie. Ich wollte eigentlich, dass er runterfällt. Aua. Warum? Warum hatte ich jetzt diesen Effekt? Mein Spitzhacke ist kaputt. Nein, ich habe noch keine Lust zu sterben.
Ja, toll. Nutzt er als erstes meine Treppe hier. Ich stehe hier oben halt auch perfekt, gell? Ich werde mit der bloßen Hand gegen euch siegen, ihr Arsch. Ärsche. Oh, oh, das ist doof. Die XP mal alle aufsammeln. So, da wären wir hier oben. Warum repariert die nicht? Warum repariert die nicht mehr? Komisch. Ich bin schon zu arg rangenommen. Könnte natürlich sein. So, komisch, dass die Spitzhacke nicht repariert. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt direkt schon wieder geschrottet habe. Ich gehe mal gucken, ob ich die reparieren kann. Weil heute werde ich wirklich gucken, dass ich in der Folge noch die Treppe halbwegs fertig kriege. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne mal ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich denn noch machen kann. Also wie ich denn manche Sachen umsetzen soll. Nehmt da gerne Vorschläge entgegen. So, jetzt gucke ich erstmal. Die stehen einfach so. Jawohl. Und dann hier rein und so. Jawohl, das geht. Okay. Das Essen. So, und wenn ihr Vorschläge für Texture Packs habt, dann auch gerne einfach unten rein. Einfach reinballern in die Kommentare. Sollte aber eins sein, dass natürlich dieses Pack hier unterstützt, das Direwolf 12, Direwolf 20 in der Version 1.12. So, jetzt habe ich alles. Und was ist jetzt los? So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier noch hoch muss. Eigentlich schon noch ordentlich. Ich wollte hier ja schon rüber, aber vielleicht gehe ich dann doch erstmal noch nach rechts, weil sonst wird es schwer. Cleanstone haben wir gar nicht. Hier eigentlich schon wieder hoch. Dann
gehen wir hier aber nicht viel hoch. Zwei Stufen, dann wieder vor. Ich muss halt an Höhe gewinnen irgendwie. Indem ich noch mal enger werde vom Weg her. Das wäre auch noch eine Option. Dann wird mir hier nur noch zwei breit. Eigentlich würde ich gerne hier rauskommen, also hier rüber. Ich muss mir den Berg auch noch ein bisschen anpassen. Da muss ich mal gucken. So, wo kommen wir denn? Ah, hier sind wir schon. Nein, ja, das wird schwer, glaube ich, dass wir hier direkt unten rauskommen. Könnte sogar passen. Das passt. Zumindest annähernd. Aber das ist schon mal gut. Ich muss ein bisschen Cleanstone produzieren. Vielleicht habe ich drüben auch welchen. Dass ich hier noch ein bisschen hochkomme. Dann noch ein bisschen ausbauen. Dann können wir hier noch eins früher runtergehen. Hier müssen wir ausbauen, müssen wir noch ein bisschen Landscaping betreiben. Dann kommen wir hier runter. Das passt. So, wie ich in die Minimap reinkomme, weiß ich leider immer noch nicht. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Bisschen Kohle machen. Cleanstone wird man nämlich einiges brauchen. Zack. Was ist denn in der Kiste da hinten? Habe ich da schon Baustoffe rein? Ajo. Da habe ich sogar ein bisschen Cleanstone. Bronze lassen wir mal da. Futter. Sugar Canes. So, unnötig Platz hier. Leder können wir wegtun. Zombiefleisch auch. Appetit kommt hier rein. Zombieren. Haben wir das ja auch schon, ja. Eier. Gut.
man auch, da drüben kommt der Weg hoch. Da kommt dann die Brücke drüber gespannt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die aus Stein mache oder aus Holz. Oder eine Kombination. Das muss ich mal noch überlegen. Aber für die heutige Aufnahmesession war es das. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr euch gefällt das Projekt. Und ja, morgen geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao.